Hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Runde von Pioneers of Argonia. Ja, wir sind dabei, so die letzten weißen Flecken auf der Landkarte entsprechend für uns zu erschließen und sie zu bekannten Gebieten zu machen. Da laufen schon die nächsten Veteranenwachen zu ihrem Einsatzort hin, um halt entsprechende Gebiete für uns zu erobern, beziehungsweise die Landmarken weiterzuschieben, den Grenzverlauf weiterzuschieben, sodass wir diese Gebiete dann für uns nutzen können. Ansonsten ist hier ja relativ Ruhe und Frieden eingekehrt in unser beschauliches Dörfchen. So einige Produktionsstätten haben hier nicht mehr allzu viel zu tun. Ja gut, der Proviantmacher, der ist da noch ein bisschen was zu machen. Die sind schon noch beschäftigt. Holzfällerhüttel hier beispielsweise. Jetzt ihr Lager voll, aber es wird immer mal wieder das ein oder andere Baumstämmchen benötigt. Wir haben hier noch eine Militärakademie, die ihren Auftrag auch schon so mehr oder weniger erledigt hat. Es sind aber noch eifrig hier einiges an Material vorhanden. Wir könnten also durchaus die ein oder anderen Einheit rekrutieren, wenn das erforderlich werden sollte. Wir haben beispielsweise hier noch so eine Waffenschmiede rumexistieren. Auch die Leute sind im Pausenmodus. Haben jetzt erstmal Feierabend. Es gibt aber hier auch bei denen noch das ein oder andere an Material. Halte ich mal ganz kurz drauf. Sie haben Eisenbahnen, sie haben Kohle in rauen Mengen, wenn man so will. Aber hier ist erstmal nichts mehr zu tun, im Moment zumindest. Wir haben hier ein riesiges Lager erbaut. Auch das schauen wir uns mal so von der Nähe her an. Hier ein Lagerhaus, da wird hier ist einiges vorhanden. Kohl, Eisen, was ist das nochmal? Zement und so weiter und so fort. Also hier gibt es schon das eine oder andere. Wir haben hier ein Militärcamp, wir haben hier einen Handelsposten. Ich würde sagen, wir machen das einfach mal und setzen hier noch so eine Schatzkammer hin, wenn das passt. Die haben wir nämlich noch nicht gebaut, soweit ich sieht man gerade, die haben wir noch nicht gebaut. Die kriegen wir hier aber nicht hin. Moment, Augenblick, das weiß ich, was wird. Augenblick mal. Hier wird jetzt jeder Zentimeter genutzt. Ich setze die mal da so hin. Kriege ich da einen Andockpunkt? Ja, sehr gut. So, dann wird jetzt hier eine Schatzkammer gebaut. Einfach mal so. Dann halten wir das auch. Weil das haben wir noch gar nicht. Was fehlt uns sonst noch? Ein Handelslager. Braucht man, glaube ich, jetzt nicht so unbedingt. Kriege ich jetzt auch hier nicht hin. Da würde ich das hinbekommen. Einfach damit was haben. Setzen wir das auch noch dahin. Und ansonsten Militärcamp. Ja, schön, dass wir haben. Also das ist wichtig. Was haben wir denn hier Schönes? Tüchtiges Dorf, Handelsangebote. 0 bis unendlich. Bronzeschwert. 1. Und dafür kriegen wir von denen Kohle. Haben wir Bronzeschwert her? Ich habe doch mit Sicherheit irgendwo Bronze rum existieren. Warte mal, ich guck mal ganz kurz durch. Also Kupfer haben wir auf jeden Fall, da bin ich mir relativ sicher. Das ist Stein, das ist kein Kupfer, das ist Bergbau. Kupfer 81. Okay. Waffenschmied. Moment, ich muss noch ganz kurz mal durch die Gegend hüpfen. Da ist nichts mit Kupfer. Das sind, glaube ich,
die drei, die ich habe. Ne? Sonst 1, 2, 3. Genau. Der ist ziemlich nah da dran. Dann würde ich sagen, mach doch mal so 10 von den Schwertern. 10 Bronzeschwerter. Kupfer, wie gesagt, müsste reichhaltig gegeben sein. Ich weiß nicht, ob ich so viel brauche. Ich stoße das hier mal an. Also hier steht unendlich aus. Also das heißt für mich irgendwie, ich kann da produzieren bis zum Abwinken. Das ist abgeschlossen. Da haben wir auch unsere Punkte für bekommen. 35. Okay, okay. Ja, ich guck mal. Ich guck mal, was wir hier zaubern können oder auch nicht zaubern können. Das wird sich herausstellen. Wenn ich genügend Kupfer habe, ich kann ja auch Kupfer abbauen. Das ist auch kein Thema. Was ist mit dem Wachturm los? Achso, der ist weit vom Schutz, vom Schuss und wird nicht mehr benötigt. Dann kann ich den einreißen. Dann werden die Leute frei und können andere an anderen Orten eingesetzt werden. Das ist auch sehr sinnvoll. Gut, dass ich das gesehen habe. So, Moment. Wo war ich? Ich war bei der Geschichte mit Kupfer und so. Moment mal. Bergbau. Wir haben einen Kupfertagebau. Der ist hier. Der baut hier Kupfer ab. Das ist in Ordnung. Kann ich ruhig machen. Okay. Aber ich habe hier ein Lager mit Kupfer. Oh, das ist cool. Sehr schön. Das ist cool. Ja. Ich mach mal Folgendes. Ich gehe hier mal auf unendlich. Ja, die sollen das ruhig mal machen. Und denn so wie ich das hier sehe, ne, die wollen eigentlich auch ne, also alles, was wir irgendwie kriegen können. Wir schauen mal. Wir schauen mal. Ne? Dann hier so ein bisschen Handel und Wandel ist ja auch nicht verkehrt. Dann können die sich da verlustigen. Dann ist die eine Schmiede immerhin, die eine Waffenschmiede immerhin noch in Betrieb. Dann sind die nicht ganz so sinnlos. So, wie sieht es denn jetzt hier aus, liebe Freunde der Nacht? Kommen wir da dran? Den brauchen wir ja auch noch Kupfer, fällt mir ein. Oha! Dann sollte ich vielleicht noch eine zweite Kupfermine bauen. Stein, Stein, Kohle, Kohle. Eisenerz. Ich bin doch sonst immer mit Kupfer wie so totgeschlagen worden. Kohle, Silbererz, Kohle, Kohle, Eisenerz. Hey. Ich weiß genau, wie hat Pfumm zum Abwinken. Jetzt haben wir nur noch Stein und Kohle zum Abwinken. Hey. Moment, Augenblick. Da ist Kohle, hier ist Kohle, da war so ein bisschen Kupfer. Eisenerz. Jetzt ab. Kohle, Kohle. Bin mir ziemlich sicher, wir hatten noch hier ständig irgendwo. Als ich auf der Suche nach Eisen war, ihr erinnert euch, also nach Eisenerz, ne? Da hatten wir doch ständig irgendwie Kupfervorkommen entdeckt. Wo ich dann immer noch sagte, ach, da ist Kupfer, hier ist Kupfer, auch so viel Kupfer, wir könnten mit Kupfer könnten die Welt beglücken. Und jetzt ist da nichts mehr? Hä? Muss ich das verstehen? Da ist Kupfer. Hier ist Kupfer, da ist Kupfer, hier habe ich sogar einen Weg.
Aber zügig. Aber sowas von zügig. Kupfertagebau, den müsste ich hier ganz locker dran gesetzt bekommen. Das geht nicht ganz locker, da machen wir das anders. Einen Augenblick, da sind wir überhaupt nicht verlegen drum, das irgendwie hinzubekommen. So, jetzt aber. Ja, ja, na komm, ich bin nicht lange rumgehampelt. Wir machen hier jetzt Nägel mit Köpfen. Okay, da ist Kupfer, hier ist Kupfer, dann... So. Also für Kupfer sollte gesorgt sein. Was ist mit dem Ding hier los? 10 Wachen, die nicht mehr benötigt werden. Weil ich hier nichts machen können. Das ist sehr traurig. Aber es ist so. Nein, ist verkehrt. Die kommen da nicht hin. Ich weiß, wahrscheinlich habe ich schon 10.000 Mal versucht und gemacht, aber. Ne. Die wollen das nicht sagen. Hier ist alles entdeckt, was wir entdecken können. Na gut, dann. Was soll der Geiz? Bevor ich die hier weiter rumrennen habe und die machen nichts, kann ich die besser an anderen Orten einsetzen. So. Dann brauche ich nicht neue Leute rekrutieren. Die Produktion von entsprechenden Waffen, Werkzeugen und so weiter ist gar kein Thema. Das kann man immer gut gebrauchen. Daran soll es jetzt nicht scheitern. Ich glaube, wir kommen dahin, wo wir hin müssen. Oh, da hat aber einer ganze Arbeit geleistet. Aber hallo. Sehr cool. Ich deaktiviere das mal. Die können jetzt mal die können Pause machen. Die haben hier auch schon... Holy moly. Die haben komplett alles weggerissen. Coole Sache. Also ein paar bisschen Laubholz steht hier noch rum, aber das ist okay. Ja, dann, Moment, Augenblick mal. Wege. Das sieht schon mal gut aus. Wenn ich hier hinkomme. Moment, ich muss kurz gucken. Das klappt wunderbar. Das heißt, ich habe jetzt den Weg hier frei. Und wir können den Trosthasen. Den können wir. Hohe Priorität, ja, auf jeden Fall. Den können wir in Angriff nehmen. Endlich. Sehr cool. So, wo ist das Mausoleum? Das ist noch ganz weit. Wir sind hier bei 85 angekommen. Das heißt, also ich hoffe, oder ich denke, oder wie auch immer, ich hoffe, dass mit dem Trosthasen, wenn wir den fertig haben, dass das reicht. Moment, kriege ich da noch einen weiteren Weg irgendwie hingezaubert? Das gerade zufällig. Nee. Das geht nicht, weil. Ich da zu weit bin, oder? Oh, Moment, Blick. Das geht doch. Sehr cool. Nochmal hier einen Weg darunter. Ne? Dann geht das einmal entsprechende Alternativen offen. Zimmerer ist unterwegs. Das 40 Steine und 40 Kupferstücke. Alter. Das dauert ja ewig. Okay. Trosthase.
Ein Symbol großen Trost in schweren Zeiten. Viele wissen die Statur in Zeiten der Not zu schätzen. Ich brauche auch sowas von Trost. Das tüchtige Dorf. Sichere die Kupferstatue und schließe ihren Bau ab. Bau abschließen ist lustig. Das Ding existiert nicht mal ansatzweise. Kann mich da an so einen anderen Vogel erinnern. Ich glaube, irgend so ein Keiler. Ich meine, der wäre zumindest mal so ansatzweise schon mal da irgendwie so hätte da rumgestanden. Und musste wirklich nur noch fertiggestellt werden. Den bauen wir von Grund auf neu. Okay. Schließe ihren Bau ab. Wir haben von diesem Ort gehört, waren aber nie in der Lage, ihn zu sichern. Kannst du uns helfen, ihn zu finden und wieder aufzubauen? Ja, ich bin jetzt dabei oder habe zumindest damit angefangen. Suche die Kupferstatue und nimm das Gebiet ein, um den Bau fertigzustellen. Ja, du musst den Weg selbst finden. Ja, das ist klar, das ist kein Problem. Und der Trosthase, der existiert da jetzt immer noch nicht rum. Da werden aber schon so die ersten Sachen geliefert. Was kommt da gerade an? Planierer. Oh, und die ersten Kupferteile werden geliefert. Und da kommt auch Stein, sehe ich gerade. Das ist cool. Sehr schön. Ja. Wird gebaut. 3 Zimmerer sind schon vor Ort. Immerhin 2%. Es wird. Ja, cool. Der Trosthase ist also im Bau. Sehr schön. Ich hoffe und denke, dass es damit dann auch erledigt sein wird. Wir sind immerhin auf 85%. Und ich glaube nicht, dass wir das Mausoleum auch noch feststellen müssen. Das würde sonst hier endlos dauern. Die Geschichte hat uns ja schon hier ziemlich viel Zeit gekostet. Immerhin 11% sind fertiggestellt. Erstaunlich. Holz und Stein. Nein, Bergwerk. Dingen existiert. Der ist fertig, glaube ich. Ne? Sieht gut aus. Und entsprechendes Personal ist auf dem Weg. Das heißt also, wir hätten da auch noch Nachschub an Kupfer. Was habe ich hier? Kohle, glaube ich. Ne? Immer noch. Oh. Oha. Interessant. Wow. Hier haben wir das Handelslager. Da sind die Leute schon glücklich untergebracht. Das ist sehr schön. Okay. So. Ich habe hier 20 Wachen. Das reicht nicht. Veteranenwachen haben wir hier keine, aber die sind zum Teil verteilt. Habe ich da einigermaßen unterbrach bringen können. Läuft. Tiefer Handel ist cool. Wir kriegen jede Menge Kohle von denen, die wir eigentlich gar nicht mehr brauchen. Und liefern denen Bronzeschwerter, die wir nicht gebrauchen können. Sehr cool. Ja, auffälliger Turm, weiß ich nicht. Also da können wir gar nichts machen. Das ist auch irgendwie kein... Ein mysteriöser Ort. Sein Zweck ist noch unbekannt. War da nicht, also jetzt, wenn wir hiermit fertig sind, so die nächste Geschichte, war da nicht irgendwas die Rede von Zauberern oder so? Oder habe ich das falsch in Erinnerung? Wobei so Zauberer so gar nicht auf meiner Liste stehen. Gucken wir mal. So, da wird eifrig gewerkelt. Hier wird eifrig gewerkelt. Wie weit sind wir? 22%. Besser als nix. Ich habe die Hoffnung, dass wir das Teil bis im Laufe der nächsten Folge fertiggestellt bekommen. Ich gehe mal ein bisschen näher ran. Sieht man da schon so ein bisschen was? Sieht das schon so einigermaßen? Der ist ja nicht. Oh, ist er nicht putzig? Ist er nicht allerlieb? Guck mal, ich mach mal hier UI weg. So. Der Trosthase ist im Bau. Oh. Das ist doch wirklich nett. Ja, man sieht auch schon so ein bisschen was vom Sockel und so. Das läuft. Ich bin begeistert.
Das sieht wirklich nett aus. Kommt, ne, also, ne, das ist jetzt nicht jetzt hier sarkastisch oder so oder ironisch oder wie auch immer. Der sieht nicht wirklich, ich finde das nett, wirklich nett gemacht hier, auch mit dem, was hat er da, im irgendwie, weiß ich nicht, was soll das sein, irgendeine Blume. Wahrscheinlich ist es ein Kleeblatt. Ich denke mal, es ist ein Kleeblatt, würde ich mal behaupten. Bin mir nicht ganz sicher, aber könnte sein. So, die nächste Lieferung, Stein wird da gerade gebracht. Ich gehe mal wieder da drauf. 28% ist fertig. Und wir haben 9 von 40 Steine, 16 sind irgendwie noch unterwegs. Das gleiche ist hier, da haben wir 15 schon verbaut und da sind die nächsten 16 sind unterwegs. Okay. Ostase ist auf 30% läuft. Wird. Sehr schön. Mann, endlich mal Erfolgserlebnis. Obwohl, ja, die hatten wir ja schon. Ja, also wir sind ja hier mit den Dieben letzten Endes ganz gut zu Rande gekommen. Die haben wir weggeputzt. Im zweiten Anlauf. Aber immerhin, zwei Anläufe, drei Anläufe, vier Anläufe, egal. Hauptsache, wir kriegen die irgendwann weg. Mit den Banditen hat es dann noch ein bisschen besser geklappt, erstaunlicherweise. Die waren dann relativ schnell vom Felde weg. Und wir haben auch keine weiteren Attacken mehr zu erwarten und zu befürchten gehabt, wie auch immer. Das ist ganz, ganz super gelaufen, finde ich. Cool. Ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Da wird wohl dann der Hase fertiggestellt werden. Bis dahin dürfte der fertig sein. Oder im Laufe der Folge dürfte der fertiggestellt werden. Und dann geht es mit einer neuen Insel sehr wahrscheinlich weiter. Bis dahin wünsche ich euch natürlich wie immer alles, alles, alles Liebe und Gute. Genießt die Zeit. Vielen, vielen lieben Dank für eure Unterstützung. Vielen, vielen Dank. Vielen lieben Dank für deine Unterstützung. Und macht's gut.